Ja, hallo meine Lieben. What's up? Wie geht's euch? What's up? What's up? What's up? Ach so, okay. Ja, wir sind hier wieder im neuen Part. Und wir sind hier in der Next Dimension. Wir sind hier in einer anderen Welt, um euch etwas zu zeigen. Und wie ihr auch seht, ist der Mond nicht da, sondern eher der Saturn, so wie es aussieht. Oder irre ich mich da? Ja, das ist der Saturn. Vom Medienmarkt. Ja. Gut, dann können wir da unsere Einkäufe machen. Und zwar sind wir hier in einer Welt, wo es keine Corruption gibt, sondern Crimson Gebiet, weil wir euch den Boss dort noch zeigen wollten, weil der wäre dann letztendlich ausgeblieben. Und vielleicht kriegen wir sogar die Trophäe von denen. Oh, Alter. Aber erstmal ist hier Zombie-Bächen angesagt. Zombie-Mania. Ja, und ich halte mal die Fackel, denn ich bin der Fackelmann. Das ist gut, Fackelmann. Ja. Nicht lange Fackelmann. Ja, ich bin der Fackelmann und halt die Fackel an. Nee. Und zieh die Fackel an. Komm mir vor wie Sonic der Igel hier. Ja, ja. So ein bisschen hat das was. Hm? So, und nach dieser Schneekuppe hier. Schneekuppe. Genau. Müsste das Crimson-Gebiet anfangen. Crimson Tide. Yeah. What's up? What's up? Oh, hier, hier hört ihr es schon. Neue die Musik. Gelbe Seuche. Gelb? Also eher rot, würde ich sagen. Ja, okay. Offscreen hast du gesagt gelb, aber gut. Echt? Ja. Da kann ich mir ja nicht mehr dran entsinnen. Ist auch schon lange her. Ach so. Ja, gelb, also gelb, ist meist der Schnee, wenn man jetzt undicht ist, sage ich mal. Und genau hier geht's rein. Ach so. Okay, andere Seite auch. So, ich befestige mal die Fackel, Mann. Wenn ich bin der Fackelmann. Und hier können wir mit dicken, fetten Spinnen rechnen. Ja. Yeah. Und die Musik ist wirklich bedrückend. Wohnen hier Frauen oder warum ist das hier so? Ja, ja, ja. Das ist, die rutschen immer runter, weißt du, auf ihre Binden. In der Regel ja. Ja. Oh, pass auf. Hey, du Schleimpf. Schleimpf. Okay, pass auf. Hier geht's immer relativ weit runter. Klatsch die mal weg da. Die machen auch relativ viel Schaden. So, hier unten sehen wir schon mal ein was? Face? Irgendwas mit Face? In your face? Ja. So. Okay. Ich verteile hier Fackeln, sonst sehen wir hier gar nichts. Okay. Yeah. Yeah. What's up? What's up? Und da sehen wir schon, was in dem Crimson Gebiet diese Schattenkugeln waren, sind hier die Herzen. Und bei Sprengung von 3 Stück habe ich jetzt überhaupt Bomben bei. Hast du Bomben erinnert bei? Erinnert mich so ein bisschen an Doppelherz. Ja, ja. Ich habe 2 Bomben noch, ja. Oh, das wird eng. Das wird eng. Eng. Ja, ich habe auch noch ein paar, jetzt sehe ich es gerade. So, erstmal kurz hier ein bisschen Dreck wegpacken. So im Müll hauen. Hast du noch ein paar Fackeln? Oder warte mal. Ich kann noch ein paar bauen. Dass wir auf jeden Fall Sicht haben. Erstmal hier reingraben, dass ich da die Bomben besser reinschmeißen kann. Ja. So. So, Moment. Ich könnte ja schon mal Doppelherz versuchen zu killen. Warte. Ja. Mach Doppelherz erstmal weg. Na, die ist natürlich nicht reingefallen, die Hacker. Gutes Augenmaß. Ja, eins ist weg. Eine Eiseskälte steigt in dir hoch. Eine Eiseskälte. Ja. Warte mal, ich habe die perfekte Waffe für dich. Würde dich freuen. The Undertaker. Yeah. Ja.
Okay, warte. Ich nehme mir mal das zweite Herz, wa? Brauche ich nur noch Munition für, ne? Ja, da müssen wir dann mal gucken. Hoffentlich klappt das. Ja! Ja! Yeah. Okay, und bevor wir das dritte Herz sprengen, werden wir in Position gehen. Ach ja, und du weißt ja gar nicht, was hier kommt, oder? Nö. Ja, das ist so ein großes Gehirn, sage ich mal, was lauter kleinere Gehirne um sich hat und sich hin und her teleportiert. Das ist dann nicht Cthulhus Auge, sondern Cthulhus Brain. Ah. Also brauchen wir auf jeden Fall hier Fernkraftkampfpower irgendwie. Und ich weiß... Ich hab mein Jojo. Ja, wenn das mal reicht. Warte mal, ich hab hier so ein Herz. Pass auf, die machen richtig Schaden, die Schweine. Okay. Also hast du ein bisschen Fernkampf, ja? Ja. Ja, ich eher weniger, wie es aussieht. Es sei denn, du gibst mir... Nee, wir versuchen es so. Ich habe auch noch Pfeile. Pfeile? Ich mal, einen Bogen irgendwo? Ja. Da, Dämonenbogen. Holzpfeil. Okay. Au! Oh, du. Oh, die ziehen ja weiß ich wie viel weg hier. Ah, wir... Also was HP angeht, sind wir eigentlich noch gar nicht ready für den Boss, aber wir haben ja eine gute Rüstung. Wir müssen auffüllen. Ja, ja, kannst du eventuell... Schluck, Schluck, Schluck. Hast du Holzpfeile? Holzpfeile? Ja. Ähm, 46. Brauchst du die? Nö. Dann gib mir die mal bitte, dann kann ich mir noch ein paar Dominosteine herstellen hier. Dominosteine? Ja. Hm. Den, ja. Ja, das Hirn mag keine Steine. Okay, das müsste reichen. Wir riskieren es jetzt einfach. Okay. Oh, wo kommt der denn her jetzt auf einmal? Hast du halbwegs volle Energie? Jo. Okay, warte. Warte, ich hau erstmal die Spinne nochmal weg hier. Nein! Das hast du gemacht. Hab ich hier... Recall Potion? Ja, aber ich hab noch eine Wormhole Potion. Damit komme ich jetzt zu dir. Ja. Ach nee, wie mache ich das nochmal? Die Karte. Ja, ja, stimmt. Hier. Und dann auf die Karte. Ja. Wir sind jetzt erst in einer Gruppe. Ja, wir müssen erstmal in eine Gruppe, stimmt. Ja. Okay, sind wir? Hm. Sind wir. Okay. Denn. Da bin ich. Welcome back. Yeah. So, und jetzt werden wir hier erstmal ein paar Hearties sprengen. Kannst du hier mal einen Block hinlegen, bitte? Irgendein Holzblock oder Steinblock, genau, neben das Herz. Eisblock, ja. Ja, egal was, Hauptsache direkt daneben. Ja. Dahin? Na, direkt neben das Herz hier oben. Neben das Herz. Neben das Herz? Ja. Wie soll ich denn das machen? Einfach hinpacken. Weil dann hält die Bombe auch dran, ne? Ja, reicht schon. Kannst die Spinne noch da wegbächen? Ja, gut. Schon wieder angeschlagen hier. Okay, wir versuchen. Na. Komm ich da auch mal hoch? Ah. Nein, was mache ich? Okay, ready? Mhm. Und los geht's. Komm mit, am besten hier nach oben. Wow. Und dann schieß, was das Zeug hält. Die kleinen Gehirne sind am wichtigsten hier, oder was das ist? Pass auf, der...
Er geht immer hin und her hier mit teleportieren. Ja. Oh, 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 oh. Ach, dieses dreckige Mistvieh. Okay, okay, okay. Okay, ein... So, und jetzt wird es gleich schwer, wenn das Auge weg ist. Genau, jetzt dreht er nämlich durch hier. Es geht immer hin und her. Ja, ja. Ja, ja, ja. Komm. Jo, 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 jo. Ja, komm. Ah. Jo, 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 jo. Ja. Ja. War was? Nice. So, wo bleibt der Boss hier eigentlich? Ja, war was? Kannst du mal schauen, ob du eine Trophäe eingesammelt hast von ihm eventuell? Ich habe einen Pilz eingesammelt. Ein Pilz? Ein Crimstone-Block habe ich. Nee. Irgendwas Spezielles müsstest du eingesammelt haben. Zerschmettere. Nee. Doch, einen grünen Zerschmetterer. Den Zerschmetterer haben wir doch hergestellt. Glaube ich. Ja, den... Oh, Alter. Ja, mein Inventar ist halt voll. Okay, kannst du nochmal deine Lichtquelle... Enterhaken. Deine Lichtquelle nochmal aus- und nochmal anmachen, geht das? Warum? Weil ich die nicht sehe. Siehst du meine hier, dieses Herz, was hier mit... Ja. Okay. Okay. Jetzt? Lauf mal. Nee, sehe ich nicht, aber okay. Egal. Hier haben wir nochmal Herzen. Also können wir ihn gleich nochmal rufen. Mein Inventar ist aber genauso voll, sehe ich gerade. Ich habe hier sogar noch Wedding Whale. Eine Haifinne. Fischer of Souls. Also hast du keine Trophäe eingesammelt? Nö. Okay, die hätte ich aber noch gerne eigentlich. Damit wir aus der Next Dimension in unsere Welt noch ein kleines Trophächen mitnehmen. Okay. Gut, dann sprengen wir halt nochmal drei Herzen. Können uns aber auch noch vorbereiten, wenn du magst. Ich hab... Spider. Ich hätte gerne noch Pfeile irgendwie. Ja, dann machen wir das. Sprengen erstmal zwei Herzen. Oh, da haben wir auch einen Undertaker. Da haben wir zwei. Ah. Aha. Ja. Okay. Ich breche mich mal hier noch durch. Der Hake hier, der Hake dauert das ja ewig. Was ist denn eigentlich dieses Wertebatze oder wie es heißt? Wertebatze? Wertebrae. Ja, das ist dieses Crimson Verfaulte, kannst du sagen. Achso. Das können wir ja auch. So. Jetzt vorsichtig. Nur ein Herz erstmal. Was ist denn da unten noch? Ein Sammel mal an. Ja. Wie viel HP hast denn du? 180. Ja, weil ich habe 160. Dann komme ich auch mal auf deinen Stand. So. What's up? Okay. Gut, dann müsstest du jetzt eigentlich auch Musketenkugeln eingesammelt haben. Kann das sein? Die müsste bei deiner Musketenkugeln, die müsste bei deiner Munitionsanzeige sein. 100 Stück oder so.
Ja. Okay, dann kannst du mich auch mit dem Undertaker schießen. Ah. Ich nehme den auch mal, weil ich nichts anderes zum Schießen habe. Ja. Yeah. Ah, du hättest noch deine Schneekanone, oder? Ja, also ich glaube, da habe ich keine Munition für. Ah, okay. So, ich hau mir auch schon mal den Heiltrank ready. Du kannst. Ich kill mal hier die Spinnen da hinten. Ja, gib dann Zeichen, wenn ich kann. Ja, kannst. Ah, ja, gut. Ah, ja, gut. Er kommt. Es kommt! Hey, komm, Gehirn. Gehirn, komm schon. What's up? Komm her hier. Durchschlagen die Kugeln? Ich glaube ja, oder? Naja. Ich hab aus Versehen was getrunken. Der ist übel, oder? Teilweise. Mhm. Ah, ich. Die Waffe ist nicht so geil. Nee, wa? Nee. Aber wo quetscht er sich denn hier rein? Vorsicht, ich schmeiß eine Bombe. Okay. Oh, dieses Scheißhirn, das geht immer hin und her. Wir müssen mal raus hier. Puh. Okay. Zwei Augen noch. Ach, ich mache hier einen auf Jojo. YOLO! Ja, da brauchst du gar nicht YOLO. So rumzubrüllen hier. Jojo! Ja, ja! Rein in dein dreckiges Gehirnherz hier, oder was das sein soll. Nice. Ja, und da ist auch die Trophäe. Ich hab sie! Ich hab sie! Yeah! Ja! Hui! Oh, jetzt gönnen wir uns mal lecker Moss. War was? Ja, ich frag mich auch hier. War irgendwas? Ich hab eine Granittruhe. Eine Granittruhe? Granitchest. Ach ja, das hast du doch aus diesem Granitlevel da irgendwie geborgen. Hast du dir geborgen? Ich hab jetzt erst. Ja? Ja. Ja. Ja, ich kann das noch nachvollziehen, weil ich dir, glaube ich, noch angewiesen habe oder gesagt habe, das kann man abbauen. Oder bau das mal ab. Hey, bau das mal ab. Hey, bau das mal ab. So, hier ist noch ein Herz. Da kommt schon wieder ein Undertaker raus. Oder? Ah, hier liegt noch so ein Herz hier, falls du möchtest. So ein Leuchteherz. Ja. Ja. Kannst du ja denn aussuchen. Was hast du denn da auf? Ninja. Ach, Ninja. Kapuze. Okay. Nice. So. Ayoyo ist hier FTW, oder? Hier. Ja. For the win. Ach, guck mal, da sind Pfeile. Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Boss letztendlich mit einem Jojo schaffen. Ja. Hat sich der Einbruch in dem Spielwarenladen doch gelohnt. Ja. Bei Toys R Us. Genau. Ja. So, es sieht aus, als ob hier keine zwei Herzen mehr anzufinden wären. Ja. Ah, jetzt dachte ich, ich habe die Bombe aktiviert hier. Siehst du die hier? Nee, liegt ja. So eine Bombe. Okay. Gut, dann finden wir hier weiteres Nix hier. Wir sind erstmal zufrieden, dass wir euch den Boss zeigen konnten hier. Und jetzt wäre natürlich noch lohnend, wenn wir noch eine Wüste finden. Wir werden... erstmal wieder hochkommen hier.
Was haben wir denn hier gefunden? Der Rocket. Was? Der Rotted Fork. Okay. Schauen wir uns mal an. Ah ja. Boah. Jetzt kommt Walking Dead's Lieblings. Wie nennt man das? Lieblings. Hä? Ja, ich überlege gerade, wie das Wort heißt. Lieblings. Wie nennt man das in der Olympiade? Hier, diese Sportsachen da. Lieblings. Verein? Nein. Lieblings. Ach, ich komme noch drauf. Keine Ahnung. Na, 100 Meter Rennen und Speerwurf, das nennt man. Sportart. Ja, Disziplin. Ja, genau, Disziplin. Bad Hobby Research, das Wort. Was haben wir hier? Ninja-Hosen, okay. Wo? Na, in mein. Brauchst du die? Ich habe die welche gefunden. Ja. Ja, warte, hier. Dankeschön. Vorsicht. Du. Komm her. Ich werde dich abstechen. Okay. So, die Hosen liegen, glaube ich, immer noch da. Ja. Kein Platz, hä? Nee. Ja, kenne ich irgendwo her. Ich schmeiß ja auch mal. Huch, jetzt habe ich die wieder aufgehoben. Hier. Ich schmeiß ja auch mal ein bisschen was weg. Was kann ich denn wegschmeißen? Ja, irgendwas, was du nicht brauchst. Ja, fährt Brähe. Okay. So, hier, ich habe noch was. Vielleicht brauchst du das noch. Das Panic Necklace. Kannst du ja mal anschauen. Da rennst du irgendwie schneller, irgendwie, wenn du getroffen wirst. Okay. Wo kann ich das anlegen? Da. Bei Equipment. Nee, bei Accessoire. Na, da wo du, glaube ich, deine. Das sieht man sogar. Ja, was? Ja, das sieht man noch. Um den. Das Herz da, ne? Ja. Ja. Nice. Okay, komm mal, hell. Auge! Auge am Spieß! So, kannst du eine Fackel halten oder sowas? Ist immer relativ dunkel. Na gut, das Herz versprüht auch so einen gewissen Charme und ein Licht. Genau, dann konnten wir euch den Boss schon mal zeigen. Erfolgreich. Jetzt die Frage, gehen wir noch mal runter? Holen wir nochmal den Boss oder gucken wir nach einer Wüste oder. Wir wollen ja nach der Wüste gucken, ne? Ja, genau. Vielleicht haben wir das Glück und finden hier eine Pyramide. Ja. Ja. Übrigens das Einzige, warum wir vielleicht nochmal, wenn wir hier das nicht finden würden, vielleicht nochmal die Welt wechseln, um halt Pyramiden zu finden. Weil, wie auch schon in den vorigen Parts erwähnt, Walking Dead ist geil auf den Teppich. Und auf Aladdin. Eye of the Teppich? Ja, das. Da hängt noch Iron. Hä? Iron. Meteor ist gelandet. Ein Meteorit? Du Kacke. Das haben wir bei unserer Welt aber auch gehabt. Wir haben es bloß noch nicht erkundet. Müssen wir auch noch tun. Oh, ja, schön. Ich bin der Lanzenmann. Drum schau meine Lanze an. Ja. Yeah. Was sie tun kann. Mann. Also ich sehe dein Leuchten nicht. Kannst du diese Kugel nochmal aktivieren, bitte? Oder, yeah. Oder das Herz, was du da hast? Oder. Weg hier. Weg. Tritt nicht auf meinen Rasen. Hast,
Vielleicht hast du diesen kleinen Play-Knopf gedrückt, da kann man das nämlich ein- und ausblenden. Ja, jetzt sehe ich. Nice. Ah. Hast du da irgendwas gedrückt gehabt, oder was? Ja. Was denn? Den Play-Knopf. Weißt du, was wir auch vergessen? Was? Weißt du, was wir noch vergessen? Nee. Ja. Ja, du. Nee, den hast du doch auch. Echt? Da weißt du nicht mehr letzte Folge? Drück mal ja. R. R. Ah. Ja. Vergisst man ja immer so leicht. Hallöchen. Ah, die Musik. Super Mario. Yeah. Super Gel. Super Haargel. Haargel extrem. Hallo. Oh. Na komm. Na komm. Ah. Da. Er hat dich beleidigt. Yeah. Wir machen die Crimson im wahrsten Sinne des Wortes platt. Finden hier aber auch keinerlei Pyramide, leider. Momentan noch nicht. Nee, noch nicht. Ah, hier ist jetzt kommt Wüste. Wüste. Ja. Yeah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Was, das war schon Wüste? Du siehst aus wie so ein kleiner Samurai irgendwie. Oder so ein Ninja. Und ich sehe irgendwie aus wie ein Indianer mit dem Kopfschmuck. Ah, jetzt kommt wieder Wüste. Ah. Hey, ja. Komm mal. Wüste. Hey, ja, ja. Dann bist du mal wieder her hier. Ja, vielleicht weil der Saturn da ist, ich weiß nicht. Aber egal. Hey, der Dschungel. Hier ist der Dungeon. Es wird dann auch mit den nächsten Parts dann mal kommen. Ach, Dungeon of Doom. Ja, die Suche nach dem Teppich. What's up? Na, vielleicht ist in dieser Welt ja jetzt auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich. Man weiß ja nicht. Wahrscheinlich. Weißt du, was wir noch später kriegen? Und da macht dieses Vieh... Au, genau das. Und zwar kriegen wir noch so einen Magneten. Und der macht den Fallschaden deaktivieren. Cool. Das heißt, wir können... Nee, ist Strand. Hast du eine Art magischen Spiegel oder Recall Potion? Ja. Dann benutzt sie mal, denn dann brauchen wir hier den ganzen halben Weg nicht nochmal hinlaufen. Tschüss. Dann, ja, ich benutze mal den Spiegel. Ah, dann können wir gleich nach rechts. Das würde aber auch heißen, wir sehen die Meteorlandung. Und das. Ja, das müssen wir dann umgehen, denn halt. Das machen wir in unserer Welt. Ja. Jetzt müsste man noch schnell rennen können in diesen Dingern. Wie mit den Stiefeln. Ja. Ich denke, das wäre vielleicht zu OP. Keine Ahnung. Aber wer weiß. Die Sachen sind ja kombinierbar. Ups. Wo bin ich jetzt reingesprungen? In ein tiefes Loch, wie es ausschaut. Sehr schön. Ich überlege die ersten Folgen, wie wir da abgekratzt sind. Dann. Oh ja. Da haben wir echt... Bei diesen Viechern hier. Ja, haben wir echt hier Friedhof Straßen gepflanzt. Jetzt tanzen wir denen auf der Nase rum, buchstäblich. Ja. Ja. Yeah. Wieso habe ich das? Wieso beschleicht mich das Gefühl, dass wir hier auch keine Wüste finden? Wüste ja. Pyramide. Und dann die Frage, wer kriegt den Inhalt? Ich? Ja. Na, der zuerst da ist. Na, das ist mies. Du bist schneller, du Sack. Du hast hier Lightning Boots da, diese komischen Boots. Nee, wir müssen hier Sackhüpfen machen. Achso, na dann wäre momentan ich noch vorne. Nee, ich denke mal, wenn da mehr wie ein Objekt drin ist, dann teilen wir das vielleicht auf oder so. Da gibt es nämlich auch noch so eine Rüstung.
Das ist aber jetzt nur Overlay. Von irgendeinem ägyptischen Gott, hier Horus oder sowas. Horus Pokus. Philibus. Ja. Ja, den kenne ich. Persönlich? Ja, den Philibus, ja. Ah. Siehst du, den Dschungel haben wir auch noch nicht unter die Lupe genommen. Nee, das nicht komplett. Den Untergrund überhaupt nicht. Ja, und da ist ja am meisten los. Ja. Da gibt es sehr viele Scheißhausfliegen, was weiß ich alles. Und natürlich auch die Bienenkönigin. Aua. Maya. Genau. Genau. Huch. Maya, die Bienenkönigin. Und diese Biene, die ich meine. Maya. nennt sich. Maya. Diese kleine freche Biene. Maya. Maya. Oh Gott. Maya. 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 Mit Ayran. Ayran. Ayla. Erzähle uns von mir. Ey, was labern wir hier? Wir machen den langen Weg unterhaltsamer. Ja. Was ist das denn da? Funkelt schön. Ach, Corruption. Fungi? Ja, hier wachsen überall. Ja, hier war der Meteoreinschlag. Weg hier. Ja. Da müssen wir leider erstmal noch weg. Oh. Oh, pass auf. Was ist das denn? Das ist so ein Asteroid. Kein Meteoritenkopf. Nice. Ja, Meteoren nehmen wir. Denke ich vielleicht in der nächsten Folge mal genau ins Augenschein. Gibt's denn auch Meti-Augen? Was? Meti-Augen? Meti-Augen, wenn es Meteoren gibt? Also ich glaube nicht. So, ich wollte gerade nicht hier durchhämmern, aber dabei kann ich ja rüberspringen. Entspannt. Ja, war? Ja. Oh. Nach so einem harten Untergrundarbeitstag. Ja. Hola, diario. Das sieht richtig schön. Wir passen gut ins Panorama, finde ich. Ja. Die dicken Säcke aus Italien. Mario und Luigi. Und hier ist schon wieder Ende. Ja. Okay, das hat sich dann wohl erledigt mit der Pyramide. Ja. Ich schaue mir nochmal im Osten, was wir da finden. Oing, oing. Gaumi Bär! Ja, und hier können wir gar kein Doppelsch. Ach doch. Okay, hier finden wir auch nichts. Dann würde ich sagen, klatschen wir noch ein bisschen. Und kommen zur gewohnten Abschlussfusion. Ob das was wird, wenn wir mit Schleim fusionieren? Okay. Wer countet? 3, 2, 1. Fusion!